Personalsorgen in Hoffenheim vor dem Champions League-Auftakt in Donetsk. Kevin Vogt und Florian Grilitsch sind angeschlagen. 1899 Hoffenheim muss vor dem Auftakt der UEFA Champions League am Mittwoch bei Shakhtar Donetsk 18:55 Uhr live auf der ZN um Kevin Vogt und Florian Grilitsch bangen. Beide verletzten sich am Samstag beim 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf. Mittelfeldakteur Grilitsch hatte eine Prellung der linken Schulter davongetragen, Abwehrchef Vogt zog sich eine Prellung des linken Oberschenkels zu. Wie lange das Duo ausfällt, war zunächst offen. Trainer Julian Nagelsmann muss derzeit schon auf einige Leistungsträger wie Kerem Demirbay, Nadim Amiri, Dennis Geiger und Benjamin Hübner verzichten.